Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht ja schon im Hintergrund, wir machen heute mal wieder eine FIFA 19 Team Rating Prediction zum VfL Wolfsburg hier heute. Und da starten wir direkt mal rein mit den Keepern und da haben wir zunächst einmal Quinn Castells, der ein richtig starker Keeper in der letzten Saison war, hat richtig stark gehalten für Wolfsburg. Man muss halt auch wirklich da nochmal herausstellen, dass er eben bei Wolfsburg gespielt hat. Eine Mannschaft, die auf den 16. Platz gelandet ist, jetzt in der letzten Saison wirklich keine Glanzleistung gezeigt hat. Das muss man halt einfach so sagen. Und da trotzdem ist er richtig gut, ja, weggekommen im Tor. Wenn man da halt öfter mal allein gelassen wird, hat man es halt schwieriger als Tor. Aber trotzdem hat er es gut gemeistert. Von mir jetzt hier ein +2 Upgrade bekommen. Er war einer der besten Keeper der Saison. Mit Pavlenka unter anderem. Und natürlich noch ein paar anderen, wie gesagt, die weiter oben auch gespielt haben in der Liga. Aber er war trotzdem einer der Besseren oder einer der Besten und deswegen auch ein +2 Upgrade hier von mir. Die Werte sehen auch richtig geil aus, könnte eine richtig geile Torhüterkarte werden. Wenn er auch rare wird, dann wird man den nicht mehr auch relativ häufig einbauen, weil er eben auch mehr relativ groß ist. Ich glaube 1,97 oder so ist der und deswegen wäre das für FIFA ein richtig geiler Keeper. Wenn er diese Karte in rare bekommt, plus die Größe dazu, sieht das richtig stark aus. Daneben haben wir Pervan, der in der letzten Saison in der österreichischen Liga gespielt hat, beim LASK Linz, glaube ich, heißt der Verein. Und ja, also mein Kumpel, ich habe wieder mal mit einem Kumpel geschrieben, der Wolfsburg-Fan ist, der aus Wolfsburg kommt, etc., der da ein bisschen Ahnung hat, in der Materie drin ist. Und er meinte halt, dass ich ihn höher bewerten sollte. Er hat das gleiche Rating bekommen von mir wie im letzten FIFA. Das Ding ist halt, er hat in der österreichischen Liga gespielt. Und deswegen, also ich kenne ihn halt nicht. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine gute Leistung war. Im Endeffekt ist die österreichische Liga für mich so, da gibt es eine Mannschaft, die gewinnt jedes Jahr die Meisterschaft, Salzburg, und das war's. So nach dem Motto. Und es kann sein, dass er höher geupgradet wird, dann höchstwahrscheinlich auf eine 68 oder auf eine 70, könnte ich mir vorstellen dennoch. Aber das ist auch schon das Höchste aller Gefühle. Denn ja, er hat zwar angeblich eine gute Saison gespielt, hat mein Kumpel gesagt. Er weiß es halt selber auch nicht so genau, weil er auch die österreichische Liga nicht so verfolgt. Er meint das halt nur. Und es ist halt die Sache, welches Rating EA dem da gibt. Könnte sein, wie gesagt, 68 oder 70. Ich habe es auf eine 66 gelassen. Könnte aber auch gut höher ausfallen. Daneben haben wir dann noch Philipp Menzel. Und ja, der hat halt das gleiche Rating von mir bekommen wie im letzten FIFA. Nahezu, ich glaube sogar 1:1 die gleiche Karte. Und ich denke, das ist okay. Er hat halt kein Spiel gemacht bei Wolfsburg. Er spielt nur in der zweiten Mannschaft. Hat jetzt auch schon bei der zweiten Mannschaft 4 Spiele gemacht in der Saison. Er steht zwar drin im Kader bei transfermarkt.de, aber trotzdem denke ich mal, ist klar, dass man da auf das gleiche Rating bleibt. Auf dem gleichen Rating bleibt, so. Kommen wir zur Verteidigung und dann haben wir den zweiten Neuzugang sogar schon. Pervan war ja auch einer. Und zwar Roussillon, der von mir hier ein Upgrade bekommen hat. Und zwar eben auf eine, ja, 77. Von 76 auf 77 ist er nach oben geschnellt hier. Und ja, er hat halt eine starke Saison gespielt, er hat in 22 Spielen 6 Torbeteiligungen gehabt beim AC Montpellier, hat auch ein Team of the Season bekommen in der Ligue 1 und hat aber auch nur 22 Spiele gemacht, also hat dann, boah, war eine Zwischenzeit relativ lange nicht im Kader, ohne jetzt verletzt gewesen zu sein, trotzdem eine starke Saison gespielt, ein Team of the Season bekommen und ich denke, man könnte ihn auch auf 78 upgraden, im Nachhinein habe ich überlegt, 78 könnte man auch machen, aber ich habe ihn jetzt auf 77 gelassen, weil er es in Head-to-Head hat, weil ich es realistischer sehe vielleicht sogar, bin ich mir jetzt gerade im Nachhinein wieder mal nicht sicher, könnte auch auf 78 hochgehen, keine Frage. Daneben haben wir John Anthony Brooks, der von mir das gleiche Rating bekommen hat wie im letzten FIFA, der hat ja den Großteil der Saison verpasst, hat am Ende irgendwie 11 Spiele gemacht mit der Relegation einberechnet. War, glaube ich, davor den Großteil, wie gesagt, verletzt. Ich weiß gerade nicht genau, welche Verletzung er hatte. Es war ein Sehnenanriss und dann hat er noch eine Verletzung gehabt. Er hat zwischendurch ein paar Spiele gemacht, dann war er wieder eine Weile verletzt und dann war er am Ende wieder da. Ja, deswegen, er war halt lange wegen Verletzungen raus, hat in der Zeit, glaube ich, okay gespielt und hat jetzt von mir das gleiche Rating bekommen. Eben wegen der langen Verletzungspause, die er hatte, habe ich ihm das gleiche Rating gegeben. Die Werte ein bisschen angepasst, wie sie in Head-to-Head sind. Und das sieht sogar nach einer relativ interessanten Innenverteidigerkarte aus, die man bestimmt benutzen kann, wenn man Bundesliga-Teams sich baut. Das Ding ist halt, er ist nicht so gut, um ein Hybrid zu verlinken, weil amerikanische Spieler sind halt keine krassen in anderen Ligen außer in der MLS vertreten. Und an sich gibt es, glaube ich, keinen guten
US-amerikanischen ZM oder sowas. Von daher, ja, muss man da gucken. Aber ansonsten sieht es nach einer starken Karte aus, würde ich sagen. Daneben haben wir Jeffrey Bruma. Der hat von mir ein minus 2 Downgrade bekommen. Der hat in der letzten Saison, ich glaube, so 22 Spiele gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, er hat halt wie das gesamte Wolfsburger Team einfach keine krasse Saison gespielt, Leute. Wolfsburg war halt einfach nicht gut. Er war am Anfang lange draußen, wegen Verletzungen auch. Dann am Ende wieder wegen Verletzungen draußen. Könnte man jetzt sagen, gleiches gilt für ihn wie bei Brooks. Aber Brooks war noch länger raus. Und ja, also Bruma, ich habe Bruma halt echt nicht so stark gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Kumpel meint halt auch, dass es okay ist, den so zu downgraden um minus 2. Fand er okay. Und ich finde es halt auch okay, weil er war halt wirklich nicht gut in der Zeit, wo er auch gespielt hat. Daneben haben wir dann noch den guten Paul Verhaag, der ja grundsolide gespielt hat, war im Mittelfeld von der Leistung, von der Note her bei den Wolfsburgern, also vom gesamten Wolfsburger Team. Aber wie gesagt, die gesamte Wolfsburger Saison war eher für die Tonne und deswegen auch hier um minus 1 gedowngradet. Ich denke, das ist okay, ist noch angemessen. Er ist halt auch eigentlich von den Werten ja gar nicht mal so schlecht dabei für einen Rechtsverteidiger, aber er ist halt mega langsam, was ihn dann halt schon eher unattraktiv macht für Teams. Kommen wir dann nun zur nächsten Verteidigerseite und da haben wir zunächst einmal den guten Yannick Gerhardt, der von mir das gleiche Rating bekommen hat wie im letzten FIFA. Er ist ein junger Spieler, hat auch wieder einige Spiele gemacht, ich glaube auch wieder so im 20er Bereich oder so, aber halt auch nur im 20er Bereich. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, inwiefern er da verletzt war oder so. Er hat sogar jetzt im ersten DFB-Pokalspiel bei ZM gespielt. Er hat nur 17 Spiele gemacht, war dann am Ende wegen Verletzungen lange raus, wegen einem Syndesmoseband-Anriss, war er eine Weile verletzt. Und deswegen, ja, ist, denke ich mal, das gleiche Rating hier auch okay. Er ist ein junger Spieler, er ist ein Talent auf jeden Fall noch, auch wenn er schon halt ein bisschen älter ist, 24, ist aber immer noch, wie gesagt, ein Talent. Und deswegen kann man ihn da, denke ich mal, auf dem gleichen Rating auch belassen, weil er eben auch eine Weile lang verletzt war. Daneben haben wir den Robin Knoche, der in der letzten Saison auf 24 Spiele gekommen ist und ebenfalls das gleiche Rating von mir bekommen hat, wie im letzten FIFA. Ja, er war halt auch eine Weile wieder nicht im Kader, einfach wegen Leistungen, aber ich sehe es halt nicht so, dass ich ihn da downgraden müsste, weil ich finde, das Rating ist für ihn angemessen und deswegen sehe ich das, denke ich mal, dass das 75er Rating bleibt. Er könnte auch, wenn man drüber streiten will, runtergehen eher als hochgehen. Ich denke, das ist klar, aber an sich würde ich ihn dann eher schon auf den 75er Rating lassen. Daneben haben wir dann noch Marcel Tisserand, der im Winter geupgradet wurde von, ich glaube, 73 auf 75 und dann am Ende der Saison wenige Spiele gemacht hat, weil er eben eine Weile lang auch verletzt war, weswegen er von mir hier auch auf dem gleichen Rating wie im Winter stagniert, ist, denke ich mal, angemessen. Wie gesagt, er war eine Weile da verletzt und deswegen ist das, ja, von mir hier halt kein Upgrade vonnöten gewesen, also habe ich halt kein Upgrade gesehen. Ein Kumpel meinte auch nicht, dass da irgendwas ist, von daher sehe ich das da, ja, als angemessen, dass man ihm da die gleiche Karte lässt. Sieht auch nach einer interessanten Non-Rare-Karte aus, muss man ganz ehrlich sagen. Gutes Pace, gutes Defending. Ja, das Pace gut. 69 ist halt trotzdem okay, muss man wirklich sagen. Es geht voll klar für so eine Non-Rare-Karte. Und genauso das gleiche oder die ähnlichen Werte hat ja auch der Nebenmann. Und zwar Felix Udukay, der von mir hier auch ein 75er Rating bekommen hat. Hat auch im letzten FIFA, glaube ich, ein Upgrade bekommen, genau von 67 im Winter auf 75. Noch ein größeres Upgrade als Tisserand, allerdings beide auf dem gleichen Rating. Und ich sehe das auch für angemessen, oder ich halte das auch für angemessen. Einfach weil er auch, ja, grundsolide gespielt hat in der Hinrunde. Und dann war er am Ende halt lange verletzt wieder. Genau das gleiche im Prinzip wie bei Tisserand, kann man hier sagen. Da kann man das gleiche runterlabern, wenn man so will. Von daher ist es, denke ich mal, okay, dass man ihn da ebenfalls auf dem gleichen Rating belässt. Da auf der nächsten Seite haben wir den Sebastian Jung, einen, ja, schon etwas älteren Spieler, der jetzt in der letzten Saison auch nur 2 Spiele gemacht hat für Wolfsburg, deswegen auch von mir hier gedowngradet wurde. Er ist halt schon etwas älter, was heißt etwas älter, aber er ist halt schon, ja, nicht mehr, er ist schon 28, ja. Ich denke nicht, dass da jetzt noch in der Saison ein großes Upgrade für ihn geben wird. Deswegen denke ich mal, ein 74er Downgrade, also um auf 74 runter, ist, denke ich mal, okay. Gibt es jetzt auch nicht viele Worte zu verlieren. Daneben haben wir dann den guten William, der von mir ein kleines Upgrade bekommen hat im Vergleich zum letzten FIFA, und zwar um plus 1 im Endeffekt. War von den Noten her der schlechteste, aber man muss halt auch gucken, damit man
immerhin die Leistung einigermaßen anpasst zu dem, wie er halt vom Rating her schon steht. Und da ist er halt mit einem 71er Rating schon relativ low bewertet und ich denke, plus 1 ist er jetzt zu verkraften. Wird dann als Linksverteidiger kommen, hat solide Werte für eine Silberkarte, jetzt aber für FIFA als, ja, in Competitive Teams jetzt eher weniger geeignet, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das Upgrade ist, denke ich mal, minimal und angemessen. Auch wenn er der Notenschlechteste war, würde ich sagen, kann man damit auf jeden Fall leben. Eben weil er halt nur ein 72er Rating jetzt trotzdem hat. Ne? Das darf man halt immer nicht vergessen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und da haben wir Paul Seguin, der in der letzten Saison bei Dynamo Dresden gespielt hat. Und von mir jetzt hier ein 70er Rating bekommen hat. In der letzten Saison oder im letzten FIFA hatte er bei Dynamo Dresden ein 71er Rating und wurde jetzt hier gedowngradet von mir um minus 1. Da bin ich mal wieder nach dem Head-to-Head Rating gegangen, weil ich da wirklich keinen Überblick hatte über die zweite Liga, die habe ich jetzt nicht so verfolgt. Seguin in der letzten Saison 23 Spiele gemacht. Ja, keine Torbeteiligung, 2 gelbe Karten, ist denke ich mal okay. Ja, er hat halt in der letzten Saison am Ende nicht mehr gespielt, weil er da, weiß ich nicht, so schlecht war oder was. Da stand nur, oder da war er einfach nicht im Kader auf der Bank, ohne halt, dass er verletzt war. Und von daher, ja, minus 1 gedowngradet. Wie gesagt, da habe ich mich hauptsächlich nach Head-to-Head-Rating gerichtet. Kumpel meinte allerdings auch nicht, dass das falsch wäre. Kommen wir dann zum nächsten Spieler. Da haben wir nochmal Jan Luca, heißt er, glaube ich. Heißt er Jan Luca? Das wäre jetzt bitter, wenn er wieder mal den Namen, genau, er heißt Jan Luca. Jan Luca Itter, nämlich, haben wir da. Und der hat in der letzten Saison 5 Bundesligaspiele gemacht für Wolfsburg. War okay, ist halt ein junger Spieler, hat da halt ein 64er Rating. Von daher wurde er jetzt hier nochmal angepasst auf 67. Wie gesagt, er hat ein paar Spiele gemacht. Dann wird man ja als so junger Spieler eh immer ein bisschen angepasst von den Werten. Gehen wir weiter zur letzten Verteidigerseite. Und da haben wir noch einmal einen, ja, Bronzespieler, der jetzt auch nicht so der Rede wert ist. Und zwar den guten Herrn Jeckel. Der wurde sogar übrigens, nochmal kurz Twitter, der wurde mit da sogar geupgradet von 59 auf 64. Jetzt nochmal, wie gesagt, minimal geupgradet. Ist, denke ich mal, okay. Kann man, denke ich mal, machen. Dann haben wir noch hier den guten Herrn Jeckel, der in der letzten Saison keine FIFA-Karte hatte. Sieht nach einer soliden Bronzekarte aus, mit einem soliden Pace, soliden Defending, solider Physis. Aber mehr halt auch nicht. Ne? Sollte klar sein. Ist halt ein junger Spieler, der im Kader jetzt drin steht. Weiß nicht mal, ob er überhaupt eine große Rolle spielt, wie dem auch sei. Kommen wir zum Mittelfeld. Und da haben wir zunächst einmal einen Rückkehrer von einer Leihe, und zwar Paul George Ntep. Da muss ich, kann ich auch mal was sagen, was mein Kumpel gemeint hat. Der meinte, dass der jedes Jahr von FIFA immer, weiß ich, wie schnell gemacht wird. Jetzt hier in dem Fall auch 89 Tempo. Aber der soll wohl nicht schnell sein, meinte er. Weiß ich nicht, ich habe noch nie so ein Real-Life-Action gesehen. Nur ein, zwei Mal wurde er, glaube ich, vor 2 Jahren mal eingewechselt, als er bei, oder halt in der letzten Saison eingewechselt, als er bei Wolfsburg hingekommen ist. Genau. Und deswegen, er hat auch in der letzten Saison, wie gesagt, bei der Ligue A, in die Ligue A wurde er verliehen, und zwar zum AS Saint-Étienne. Hat er 13 Spiele gemacht und nur ein Tor, ist halt nicht dolle, deswegen auch hier gedowngradet, einfach weil er von den Leistungen her, vom Rating her angepasst werden sollte, auf 77 nach unten. Sieht immer noch nach einer interessanten Flügelspielerkarte aus für die Bundesliga. Auch mit dem Perfect Link dann zu Roussignon oder jetzt hier zu Gila Vogie, ist das schon dezent interessant. Daneben haben wir einen Spieler, der von mir das gleiche Rating bekommen hat wie in der letzten Saison. Liegt aber hauptsächlich daran, dass er auch wieder eine Weile lang verletzt gewesen ist. Von daher da nicht groß gedowngradet oder geupgradet wird. Ist nahezu die gleiche Karte, glaube ich. Das Dribbling ist um 2 nach oben gegangen. Der Pacewert ist gleich geblieben. Der Schuss um 1 nach unten. Der Passwert um 3 nach unten. Die Füße ist gleich. Und das Defending ebenfalls gleich geblieben. Sieht nach einer soliden 6er Karte aus für die Bundesliga, auch mit Spanien. Interessant zu verlinken. Aber wie gesagt, dadurch, dass er eben eine Weile lang verletzt war, wird er dadurch groß vom Rating her angefasst. Daneben haben wir Joshua Gilavogie, ein Spieler, den ich ebenfalls nicht vom Rating her angefasst habe, weil ich denke, dass das 80er Rating für ihn solide oder angemessen ist. Er ist ein guter Spieler, hat halt, wie gesagt, in der letzten Saison auch solide gespielt. Für Wolfsburger Verhältnisse war das voll in Ordnung. Und deswegen das gleiche Rating hier von mir bekommen. Die Werte einigermaßen angepasst. Minus 2 beim Dribbling. Das Tempo ist gleich geblieben. Der Schusswert ist gleich geblieben. Das Passen ist um 5 nach unten gegangen. Das Defending um 1 nicht nach oben, sondern gleich geblieben. Und die Füße ist nochmal um 1 nach unten. Sieht auch nach einer richtig starken 6er Karte mal wieder aus. Wie gesagt, auch mit Perfect Link zu einem Tap und Roussillon. Kann man das, denke ich mal, interessant verlinken. Und auch in FIFA eine interessante Karte. Daneben haben wir denn den guten Admir Memedi, der von mir, glaube ich, auch ein minimales Downgrade erhalten hat. Im Endeffekt von
76 auf 76. Was ein Downgrade. Nein, er hat die gleiche Karte hier bekommen von mir an der Stelle. Hat in der letzten Saison auch wieder nur 5 Spiele machen können. Das liegt im Endeffekt daran, weiß nicht, ob er verletzt war oder was. Habe ich gerade echt nicht im Kopf. Aber, wie gesagt, er hätte nur 5 Spiele gemacht. Und deswegen habe ich ihn da auch nicht groß angefasst, was die Leistungsdaten angeht. Was das Rating angeht. Hat er jetzt von mir hier die gleiche Karte bekommen? Ja, wie gesagt, er hat halt nur 5 Spiele gemacht, weswegen ich ihn da nicht groß angefasst habe. Er hat halt wenig Spiele gemacht, die man da bewerten könnte. War, glaube ich, eine Weile lang verletzt, wie gesagt. Ich wiederhole mich jetzt hier gerade. Er war nicht mal verletzt. Er war am Anfang der Saison, ach doch, er war verletzt. Er war Anfang der Saison bei Leverkusen. Ich hatte es gerade gar nicht auf dem Schirm, dass er in dieser Saison ausgeliehen wurde. Ich dachte, er hat jetzt schon ein Jahr da gespielt, aber okay. Er hat die erste Hälfte bei Leverkusen ein paar Spiele gemacht, dann war er verletzt kurz, ein Spiel. Dann war er ein paar Mal nicht im Kader, dann wurde er verliehen an Wolfsburg und ja, dann hat er halt im Endeffekt, ja, wegen Verletzung, wegen einem Bänderriss, die letzten Spiele nicht mehr mitspielen können, weswegen er halt von mir jetzt hier auch das gleiche Rating bekommen hat. Gut, man kann halt überlegen, wegen der ersten Saisonhälfte, wo er bei Leverkusen nicht gespielt hat, dass man ihn da hätte downgraden für können, aber ich habe es halt nicht gemacht. Mein Kumpel meinte halt auch nicht, dass ich ihn da downgraden müsste. Von daher, ich habe mich halt auch viel nach der Meinung von meinem Kumpel gerichtet. Kommen wir nun zur nächsten Mittelfeldspielerseite und damit zunächst einmal den guten Herrn Steffen, der sich jetzt auch in der letzten Saison nicht groß durchsetzen konnte bei Wolfsburg und deswegen auch hier gedowngradet wurde von mir. Ja, er hat halt noch, ich glaube, er kam ja im Winter und da konnte er sich halt nicht groß durchsetzen, wie gesagt. Mir jetzt hier gedowngradet und minus 1. Mein Kumpel meinte, ich sollte ihn langsamer machen, weil er nicht so schnell ist. Habe ich jetzt gemacht. Ich denke, das passt. Daneben haben wir Maximilian Arnold, ein solider Spieler, der gut gespielt hat für Wolfsburg in der letzten Saison. Die Leistungen waren okay, auch wenn, wie gesagt, die gesamten Wolfsburger Leistungen jetzt nicht so krass waren. Trotzdem, bei ihm war es in Ordnung. Deswegen habe ich ihn auf den gleichen Rating gelassen. Könnte auch als Sechser kommen. Mein Kumpel meint, er hat da häufig gespielt oder wird da häufig eingesetzt, auch in Zukunft. Und von daher könnte man ihn auch als Sechser machen. Das ist, denke ich mal, jetzt aber nicht so relevant für die Prediction. Kann man halt einfach umformen zur Not, ne? Wie dem auch sei, daneben haben wir Yunus Malli, dessen Saison war jetzt auch nicht so stark, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat schon stärkere gehabt in der Vergangenheit, weswegen ich ihn auch nochmal um 1 nach unten gedowngradet habe. Ich denke, das ist okay, er hat in der letzten Saison 31 Spiele gemacht. Gut, er hatte 9 Torbeteiligungen, war in Ordnung. Er hat aber auch schon bessere Saisons gehabt, in 16 Spielen 12 Torbeteiligungen, zum Beispiel bei Mainz vor ein paar Jahren. Und dann ist er zu Wolfsburg gegangen und hat da jetzt auch in 16 Spielen auch nicht mehr viel mehr gehabt. Muss man ehrlich sagen, da war es gab schon bessere Jahre für ihn, finde ich persönlich auch. Und deswegen halt um minus 1 gedowngradet, minimal. Sieht immer noch nach einer soliden Non-Rare-Karte aus. Kann man, denke ich mal, trotzdem auf jeden Fall für Non-Rare-Teams benutzen. Daneben haben wir einen Neuzugang, und zwar Felix Klaus. Der kam ja von Hannover 96. Wurde von mir, weil er eben für Hannover gut gespielt hat in der Saison, auf 75 geupgradet und plus 2 ist, denke ich mal, okay. Er hat bei Hannover, wie gesagt, stark gespielt. Die hatten eine solide Saison dafür, dass sie aufgestiegen sind. Und ich denke, das geht auch klar, ihn da minimal um plus 2 zu upgraden. Kommen wir dann nun zur nächsten Mittelfeldspielerseite und damit zunächst einmal Richeldi. Oh Gott, wie spricht man diesen Vornamen aus, Leute? Den guten Holländer. Und zwar Richeldi Bazoe, den sie ja auch geholt haben in der letzten Saison. Ich weiß gerade nur nicht, ob es im Winter war. Es war nicht im Winter. Den haben sie sogar schon vor 2 Jahren geholt, wie ich gerade sehe. Nein, letztes Jahr im Winter. So, meine Fresse. Also nicht in der letzten Saison, sondern in der Saison davor. Hat es im letzten Jahr 13 Spiele nur gemacht. Ist, denke ich mal, okay, dass ich ihn da auf dem gleichen Rating lasse. War wieder wahrscheinlich eine Weile lang wegen Verletzungen draußen. Ich habe mir halt das immer alles schon angeguckt, Leute, vorher, als ich die Karten erstellt habe. Das ist ja schon wieder ein paar Tage her. Ich werde mir schon was dabei gedacht haben. Ich weiß jetzt gerade im Moment halt nicht. Ich glaube, der war verletzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Daneben haben wir dann noch Jakub Blaschikowski, der von mir das 74er Rating bekommen hat. Er wird halt älter, spielt nicht mehr so viel. Mein Kumpel meinte halt auch, er spielt scheiße. Ich persönlich mag Blaschikowski, ich finde ihn sympathisch. Ich habe mich da jetzt mal auf meinen Kumpel gerichtet. Der meinte, ich sollte ihn noch weiter downgraden. Ich hatte ihn erst so 75 oder so. Deswegen jetzt hier auf 74 ist, denke ich mal, okay. Daneben haben wir noch den guten Brekalo, der von mir hier ein 73er Rating bekommen hat, hat ein kleines Upgrade bekommen und plus 3 ist, denke ich mal, okay. Hat wirklich eine solide Saison gespielt. Er ist halt noch ein junger Spieler, hat auch ein niedriges Rating in FIFA gehabt, deswegen sein Upgrade und plus 3, denke ich mal, auch angemessen ist. Er hat in der letzten Saison im Endeffekt in 13 Spielen 4 Torbeteiligungen gehabt. Davor war er halt bei Stuttgart, hat er 2 Torbeteiligungen in 14 Spielen gehabt. Ist solide für das Alter, kann man ihn, denke ich mal, da auch nochmal upgraden und plus 3, wie gesagt. Kommen wir dann nun zu Stefaniak, der war ausgeliehen, glaube ich, der war ausgeliehen an Dresden, wenn ich mich nicht ganz irre.
müsste ausgeliehen gewesen sein an Dresden, war da jetzt auch nicht so berauschend im Endeffekt. Und deswegen hat er jetzt von mir hier, der gute Marvin, das gleiche Rating bekommen wie im letzten FIFA. Ein 69er Rating, ja, ist denke ich mal okay. Wie gesagt, dann nicht groß angefasst. Er war bei Nürnberg, nicht Dresden. Dresden war er davor, bevor er zu Stuttgart gekommen ist, glaube ich. Wie dem auch sei, er hat bei Nürnberg 9 Spiele und ein Tor gemacht. Deswegen ja, gibt es da nichts groß zu verändern im Rating. Kommen wir dann nun zur nächsten Mittelfeldspielerseite. Das müsste auch die letzte Mittelfeldspielerseite sein. Da haben wir zunächst einmal Azaoui, von dem mein Kumpel meinte, ich sollte ihn nicht auf eine 65 packen. Aber er hat bei, oh Gott, jetzt habe ich den Verein vergessen, Willem II heißt der Verein, glaube ich, einige Torbeteiligungen gehabt in den paar Spielen, die er gemacht hat. Das war auf jeden Fall grundsolide und für ein Upgrade auf 75 eben würdig. Er hat bei Willem II, wie gesagt, gespielt. Ein kleines Upgrade von mir bekommen auf 65, ist jetzt aber trotzdem nicht die interessanteste Karte. Daneben haben wir noch Rex Hebekai, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, hat von mir ein Mini-Upgrade und plus 1 bekommen, hat mich danach ein Head-to-Head-Rating gehalten, ist denke ich mal auch okay. Und den guten Kalen Hinz habe ich auch nochmal plus 2 geupgradet, der war glaube ich bei Kräuter Fürth ausgeliehen und hat dann Head-to-Head halt ein 62er-Rating, weswegen ich ihn auch nach oben gepackt habe, vor allem mein Pace hat halt ein plus 6 Upgrade bekommen. Kommen wir dann nun zur Stürmerseite. Nummer 1 und der letzten Stürmerseite, weil es gibt nur eine Stürmerseite. wie dem auch sei, da haben wir zunächst einmal den guten Neuzugang, den guten Herrn, Vorname fällt mir gerade nicht ein. Der gute Herr heißt mit Vornamen Wout Weghorst, den sie sich verpflichtet haben aus der Eredivisie. Ich glaube AZ Alkmaar müsste gespielt haben. Hat da in 31 Spielen 24 Torbeteiligungen gehabt. Hat von mir jetzt hier ein Upgrade bekommen und plus 1 könnte man vielleicht auch drüber streiten, auf 77 auch angemessen wäre. Es ist aber auch nur die Eredivisie gewesen und hat trotzdem aber auch solide Saison gespielt. Natürlich in 34 Spielen oder was habe ich eben gesagt, in 31 Spielen 18 Tore, ist auf jeden Fall voll in Ordnung. 6 Torlagen auch noch dazu. Ja, ich denke aber 76 ist da eher angemessen, weil er eben aus der Eredivisie kommt und die Liga jetzt auch nicht so einen hohen Stellenwert hat. Gut, okay. Vor 2 Jahren war es, als Bosch mit Eindhoven, im Euroleague-Finale war, aber trotzdem, ich denke, das geht klar, dann nur um 1 nach oben zu gehen. Daneben haben wir dann noch Daniel Ginczek, den ich ebenfalls um 1 nach oben geratet habe. Er war in der letzten Saison natürlich noch beim VfB Stuttgart unterwegs, war auch eine Weile lang verletzt oder hat ja immer schon mit Verletzungsplagen zu kämpfen, trotzdem in 23 Spielen 7 Tore gemacht, plus 1 geupgradet, ja. Ich habe mich da mehr nach dem Head-to-Head-Rating gehalten, ich weiß nicht. Ich persönlich habe da jetzt nicht unbedingt ein Upgrade gesehen, aber wie gesagt, er hat ein Head-to-Head, das 76er-Rating und es ist auch wahrscheinlich, dass er das im nächsten FIFA bekommt. Deswegen habe ich ihn hier um plus 1 geupgradet. Daneben haben wir dann noch den guten Herrn Osimhen, ich glaube, der ist Victor mit Vornamen sogar. Heißt der Victor mit Vornamen? Das wäre jetzt ein kleiner Erfolg für mich. Der ist hier gar nicht dabei. Alles klar. Ist ja jetzt, das ist nicht verliehen worden in der Zeit, oder? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter, Leute, wenn er jetzt verliehen geworden wäre jetzt in der Zeit. Der gute Herr Osimhen ist scheinbar nicht mehr bei Wolfsburg. Kleiner Fail hier am Rande, dann hat er jetzt, ist er jetzt ernsthaft gewechselt in der Zeit, wo ich die Dings hier erstellt habe. Transfers aktuelle Saison, Leute. Da wird natürlich gleich mal nachgeguckt. Osimhen ist ausgeliehen worden an RSC Charleroi, muss es jetzt wirklich in den Tagen passiert sein, wo ich hier die Karten erstellt habe. Und ja, gut, der ist ausgeliehen worden, Leute. Von daher vergessen wir den, der ist jetzt zwar mit drin, 68er Ratings, denke ich mir, okay, hat ein paar Einsätze gehabt. Aber jetzt auch nicht zu krass geupgradet worden. Kommen wir nochmal zu den potenziellen Transfers. Einer davon ist sehr realistisch, weil der wird wohl die ganze Zeit mit Wolfsburg in Verbindung gebracht. Und zwar den guten Herrn Cornet. Der spielt bei Olympique Lyon, hat den 74er Rating hier von mir bekommen. Hatte, glaube ich, im letzten FIFA ein 73er Rating, hat eine solide oder hat einige Spiele gemacht für Lyon, solide gespielt, deswegen auch ein plus 1 von mir geupgradet worden hier. Könnte sein, dass er zu Wolfsburg kommt, wie gesagt, er wird mit Wolfsburg öfter wohl in Verbindung gebracht. Daneben haben wir noch einen weiteren Spieler aus der Ligue 1 und zwar den guten Thiago Mendes, der auch wieder bei den Gerüchten einfach dabei stand und den ich jetzt hier nochmal mit reinnehmen wollte. Hätte ich, glaube ich, vorher schon mal bei Schalke oder so machen können, aber da hielt ich es halt für unrealistisch. Hier ist es vielleicht nicht viel mehr realistisch, oder viel realistischer, aber ich wollte den halt jetzt wenigstens noch einmal predikten, weil er eine interessante Karte hätte, für die Bundesliga auch. Interessant wäre zum Linken, natürlich als brasilianischer Sechser mit soliden Werten. Muss man gucken, Cornet, wie gesagt, ist sehr realistisch. Mendes dann vielleicht eher unrealistisch sogar, aber man muss gucken, was da passiert.
Und Leute, ich würde sagen, das war's denn hier von dieser Team-Rating-Prediction vom VfL Wolfsburg. Mal wieder ein bisschen verpeilt zwischendurch mit den ganzen Verletzungen und alles drum und dran. Das kann ich mir einfach alles nicht merken, Leute. Tut mir wirklich leid. Und ja, aber trotzdem, ich denke, dass die Ratings sind einigermaßen realistisch. Mein Kumpel meinte halt auch, wie gesagt, die sind einigermaßen realistisch. Wie gesagt, das eben halt, also, ne, ich habe mich halt mit einem Wolfsburger Fan unterhalten da und der meinte halt, das ist okay. Ich hoffe, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es hier wieder ein bisschen verpeilt war. Ich würde sagen, wir kommen dann, oh, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, dann zu Fortuna Düsseldorf müsste das sein. Bis dann, haut rein und ciao.